So, da sind wir dann mit Teil 3 mit dem Video. Ich habe das Licht nämlich jetzt bearbeitet. Oder die, wie sagt man das, die Lichtplastiksbegrenzungsscheiben. Wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, wie man die Geschichten nennt. Ich wollte gerade gucken, ob man das hier irgendwo sieht, aber das sieht man komischerweise hier nicht drauf. Da muss ich nämlich die... Ja, das sieht man hier nicht drauf. Da muss ich nämlich die Ersatzteilliste eben rausfischen. Bin wieder schlecht vorbereitet. Ich weiß, Leute. Es ist ungefähr so gewesen, wie ich gesagt hatte. Das Problem ist... Kann ich das hier irgendwo zeigen? Ich hoffe mal, dass Sie das hier... Ist das Nummer 14? Schneckendeckel? Nein, ist es nicht. Nee. Nee. Und 20 ist das wahrscheinlich. Soundbox? Nein, die Soundbox ist das auch nicht. 11, Moment. Das wird hier gar nicht gezeigt. Was ist das denn für ein Unsinn? Was ist das denn für ein Unsinn? Dann dachte ich, ich kann euch das zeigen, aber ich kann euch das nicht zeigen. Das ist ja merkwürdig. Hm. Sechs, was ist das hier für ein Brückenstecker? Ja, weißt was? Ich weiß, was sie gemacht haben. Die haben. Oh, das gibt es nicht, ne? Leute. Das ist wirklich sehr makaber. Das finde ich wirklich sehr, sehr makaber, was sie hier gemacht haben. Und zwar 13 mal gucken, Grundrahmen. Das ist wieder richtig so eine Roku-typische Geschichte. Nein, fangen wir jetzt von vorne an. Oder kann ich den nochmal runternehmen? Vielleicht geht das nochmal vorsichtig. Dann kann ich euch das zeigen, was ich gemacht habe. Das ist nämlich sehr delikat. Da müsst ihr sehr vorsichtig sein. Oh. Ah, das meine ich nämlich. Da müsst ihr höllisch vorsichtig sein. Der hat nämlich... Dann kann ich das nämlich mal zeigen, was ich jetzt gemacht habe. Das Problem ist, jetzt könnt ihr das wahrscheinlich sehen. Als erstes fangen wir es von vorne an. Dann guckt ihr mal, wie die Platine aufgebaut ist. Die Frontplatine. Die ist nämlich, die sitzt, wenn ihr das sehen könnt, von da viel weiter auf der Seite und hätte viel weiter darüber gemusst. Das ist ein bisschen unschön montiert worden. Das heißt natürlich, das könnt ihr da oben, habe ich hier nichts zu zeigen, kann man das besser sehen. Diese ganze Geschichte hier, die rutscht dann natürlich zu weit zu der Seite rüber. Ja, und dann habe ich hier aus diesem Plastikstück was ganz vorsichtig was rausgefräst, dass die LEDs mehr Platz haben, da kann man es auch noch sehen, dass die LEDs mehr Platz haben, um da rauszuscheinen. Oben habe ich auch noch was weggeschnitten. Das hing da nämlich auch halb vor. Ne? Andere Seite, idem vito. Da könnt ihr es sehen. Genau dasselbe. Hier habe ich sogar noch ein bisschen mehr Platz gemacht. Und das kann man dann jetzt auch sehen, dass da mehr Platz ist. Und hier könnt ihr auch sehen, dass die Platine, diese Seite geht, glaube ich, noch. Ne? Diese Seite, wenn ihr da die Abstände beguckt, da und danach da, also die sind immer zu weit rübergerutscht zu einer Seite. Und deswegen hat man auch das Problem dann, weil hier sitzen einfach nur
diese Linsen drin. Ne? Und das scheint dann wahrscheinlich nicht gut genug dagegen an, schätze ich mal, ich weiß es nicht. Ne? Und das wird wahrscheinlich das Problem sein, warum dann das Licht so ein bisschen, manchmal ein bisschen merkwürdig darüber scheint. Des Weiteren, der Motor ist natürlich auch nicht der Hit. Das ist so ein, hier kann ich mal zeigen. Ich dachte, dass da noch ein teurer Glockenankermotor drin sitzt. Ja, von wegen. Das sind diese ganz offenen alten Konstruktionen von, ich sag mal, ich sag dann immer meine Art immer aus dem Jahre Null. Ne? Das sind so ganz billige Motoren, die kosten eigentlich einen Droll. Ne? Die haben sie da eingebaut. Ne? Also wundert mich ja, dass der da überhaupt so gut mitläuft. Und ja, den Lokkasten könnt ihr nur auf einer Weise montieren. Ist eigentlich auch logisch. Da seht ihr die Schnittstelle mit dem Lopi. Ansonsten denke ich mal, dass das nicht viel anders ist wie bei den alten. So passt das vernünftig drauf. Nur beim Abziehen höllisch aufpassen. Da muss man auch vorsichtig sein, wenn man den runternimmt. Da muss man. Da werdet ihr lachen. Da werdet ihr lachen. Man muss. Ich zeige das mal ganz vorsichtig mit einem kleinen flachen Schraubendreher da reingehen und die Arretierung, hier sitzen diese kleinen Rastnasen, die müsst ihr dann da rauswippen. Ne? Und da muss man immer erst eine Seite, und dann habe ich gerade hier meinen Daumennagel dazwischen gehalten, ne? Dass der ein bisschen Öffnung kriegt man da ja, dass der nicht wieder zurückrutscht in seine Arretierung. Und dann geht man andere Seite rein. Ganz vorsichtig und nimmt die dann raus. Also muss man auch höllisch aufpassen. Ach ja, und bevor ihr überhaupt so weit seid, müsst ihr erst das Dach, das ist auch nur aufgeklipst. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist, kann ich euch nicht sagen. Da müsst ihr auch höllisch aufpassen. Ja, und dann diese beiden Schrauben, die sitzen da drin. Erstmal sitzt hier der gute Kollege dann natürlich noch so drauf. Das sitzt auch alles lose. Warum auch immer, warum das nicht irgendwie. Das wird wahrscheinlich, wenn man den Lockkasten draufsteckt, wird das wahrscheinlich von selber sich arretieren. Aber egal, so sieht das Ganze aus. Ne? Ja. Mehr kann ich da nicht von machen. Also das war das ganze Problem. Ah ja, was ich noch zeigen wollte. Genau. Jetzt rennen wir ja schon wieder hier, was ich gerade sagte, dieses Roku-typische. Ne? Wo sind wir? Wo sind wir? Da ist der Motor. Guck mal auf die Platine. Da hat mein Glattweg noch eine Beschreibung. Könnt ihr sehen? Auflage Edition 2019. Änderungen, Konstruktion, Ausführung vorbehalten. Ne? Das ist noch. Ich habe keine Ahnung. Ne? Das ist noch diese wahrscheinlich diese ganz alte Version mit dem 8-Pol. Ist ja egal, weil die Platine ist ja. Nicht großartig geändert worden. Ne? Es ist nur eine andere Schnittstelle geworden. Ne? Der Motor ist wahrscheinlich gleich. Ne? Tja, das habe ich gerade eben auf die Schnelle gemacht. Ja, jetzt basteln wir das Ding eben wieder zusammen. Könnt ihr ja zugucken. Das geht auch nicht. Ratzfatz, Schrauben rein. Nimmt man sich ein Kreuz. So, handfest, nicht wie so ein Weltmeister da mit 500 Newtonmeter anziehen. So, das haben wir auch schon wieder. Den da rein. Alles in Ordnung hier. Jo. Ich sehe der. Der ist auch wieder drin. Das war's. Und dann ist die Innenausstattung nämlich auch gleich vernünftig. Das weist sich auch von alleine, oder? Nee. Dann gucken.
Das ist jetzt eine gute Frage. Kann man von zwei Seiten draufbauen. Was sagt die Bedienungsanleitung? Die sagt da nämlich gar nichts zu. Ja, das sind so diese Kleinigkeiten, wo, muss ich auch sagen, wo ich dann auch persönlich nicht so drauf achte. Aber ich meine, dass das andersrum gesessen hat. Dass das so rumgesessen hat. Aber nee, es gehört andersrum. Aha, aha. Oder? Warum will der da jetzt nicht wieder rein? Keine Ahnung. Ah, so. Jetzt muss man ein wenig biegen. So. Ich würde mal sagen, so. Kann auch sein, dass es andersrum muss, aber ist egal. Man kann das ganz einfach lösen. Zack. Man braucht nur ein bisschen auf die Seiten drücken. Und dann ich sag das jetzt so mit meinem jugendlichen Leichtsinn, also passt das doch nur von einer Seite. Weil der ist nämlich auch schmaler, seht ihr? Seht ihr? Der passt wirklich nur von einer Seite. Das ist ja höchst interessant. Ja, der passt tatsächlich nur von einer Seite. Das ist ja witzig. Naja, gut, egal. Wieder was dazugelernt. Zu dem Thema. Gut. Ganz kleine Operation. Innerhalb von ein paar Minuten erledigt. Dann haben wir die jetzt einsatzfähig. Da kommen natürlich noch andere Kupplungen dran und wird das Ding zugerüstet und dann haben wir was Vernünftiges. Okay, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.